Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier zusammen mit zwei Special Guests, und zwar Bernhard Kallhammer und Uwe von Grafenstein, KUFGE abgekürzt, die Unternehmensberatung, die sich darum kümmert, deine Brand richtig nach vorne zu bringen, und zwar mit geilem Storytelling, geiler Content Creation und noch vielem, vielem mehr. Bernhard und Uwe habt ihr schon auf meinen Kanälen gesehen. Wenn nicht, dann bitte, bitte unbedingt die ganzen Folgen, die wir da rausgehauen haben, anhören und reingehen. Wir möchten heute darüber sprechen, wie erzählst du Geschichten, die verkaufen. Also es wird eine sehr, sehr contenthaltige Folge sein, weil wir hier haben hier zwei absolute Experten. Der Bernhard auf der einen Seite, na, hat einen Exit gemacht an Eventim mit seiner Firma Kinoheld, und der gute Uwe hat eine der erfolgreichsten Fernsehproduktionsfirmen aufgebaut. Ja, wir haben schon darüber geredet, hat mit Jay-Z gearbeitet, mit Sido, Joko, Klaas, hast du nicht gesehen. Das heißt, der Mann weiß, wie man Geschichten erzählt, und genauso auch der Bernhard. Und ich will aus meiner Sicht das mal so von beiden Seiten so ein bisschen beleuchten und dann vor allem darüber sprechen, wie kannst du geile Geschichten erzählen, die verkaufen. Männer. Wie kamt ihr überhaupt dazu, euch zusammenzutun und zu sagen, hey, wir zeigen dir, wie du Geschichten erzählst, die verkaufen, ist doch eigentlich ein alter Hut, oder nicht? Ja, vor allem ist unser Kennenlernen eine gute Geschichte, davon mal abgesehen. Absolut. Um mal direkt da rein zu kretschen. Direkt, ja. Kennengelernt haben wir uns, weil der Dude seine Firma verkauft hat, ich habe meine Firma verkauft, er war in Südafrika, ich war in Los Angeles, dann sind wir zurückgekommen und waren unterbeschäftigt. Dann haben wir, er schon längst weit, weit vor mir einen Podcast gestartet, die Startup Hacks, super erfolgreich. Dann meine Frau hat mich auch dazu gezwungen, einen Podcast zu starten, damit irgendwas passiert, damit ich sie nicht nerve zu Hause. Hashtag Happy List. Hashtag Happy List. Genau, und dann habe ich diesen Podcast gestartet, und dann haben wir, hat dieser junge Mann hier gegenüber, dieser Nick Gehringer, einen guten Freund mir empfohlen, nämlich den Philipp Wallinger, und hat gesagt, geh mit dem mal einen Kaffee trinken. Dann bin ich mit dem einen Kaffee trinken gegangen. Viele Grüße an Philipp an der Stelle. Der hat gesagt, lustig, ich treffe dich zum ersten Mal, aber ich kenne deinen Zwillingsbruder. Sag ich, wie lustig, ich kenne den nicht mal selber. Sagt er, doch, der heißt Bernhard Kallhammer, du musst den Typen treffen. Hab den angerufen, hab gesagt, Philipp Wallinger sagt, dass ich dich treffen soll. Sagt er, ja cool, lass doch machen. Ich so, auf dem Kaffee, er so, ja. Sagt er, gut, am Viktualienmarkt am Espresso-Stand, und ich so, okay, du bist mein Zwillingsbruder, weil das auch mein Lieblingsstand am Viktualienmarkt ist. Also ist eigentlich die Genese, Nick Gehringer sagt Philipp Wallinger, trifft Uwe, und Philipp Wallinger sagt, trifft Bernhard, und dann treffen sich die beiden und merken, boom, eigentlich wäre das ganz geil, wenn wir was machen, aber wir haben noch nichts zusammen gemacht. Zu dem Zeitpunkt nicht, aber wir wussten beide, ey, das ist so cool, und das war zwischenmenschlich so ein cooler Match, aber wir hatten da noch kein Projekt und wir hatten auch noch nichts irgendwie im Sinn, was irgendwie passen könnte. Also wir wussten, wir verstehen uns super und wir sind voll auf einer Wellenlänge, aber hatten da irgendwie noch kein Projekt. Das Coole war, Nick, einen Tag zuvor ist mein Buch rausgekommen, Startup Hacks, was das Unternehmen wirklich voranbringt, und wir sind am Hugendubel vorbeigelatscht, und dann konnte ich Uwe halt auch gleich mal in den Hugendubel so reinschieben, quasi so, ey, ich hab's gekauft. Und Uwe hat's tatsächlich gekauft, auch noch so, hey, danke noch, du warst aber ich habe danach auch noch eins geschenkt bekommen mit einer Signierung, also ich habe jetzt zwei. Eins mit und eins ohne. Genau, und so bin ich wahrscheinlich Uwe dann auch nicht mehr aus dem Kopf gegangen, so schnell. Uwe bei mir aber auch nicht, weil ich natürlich Hashtag Happylist dann auf dem Schirm hatte und ihm gefolgt bin. Und er immer wieder natürlich auch, weißt du, in den Podcast-Rankings waren wir immer noch und sind immer noch mit unseren eigenen Podcasts sehr nah beieinander im Bereich Firmengründung, im Bereich Marketing etc. pp. Aber haben uns dann wieder, und das war echt ein krasser Zufall, wobei es kein Zufall war, auf Mallorca getroffen. Und das war echt crazy, weil ich war zur gleichen Zeit da wie Uwe, und dann haben wir uns am Abend mal getroffen. Und der Abend war dann echt so intensiv und hat so Spaß gemacht, dass es auch so spät wurde, dass keine Taxis mehr gingen. Und Uwe geil, hat ja bei uns auf der Couch gecrashed. Und es war echt eine Mini-Couch. Und Uwe ist jetzt nicht gerade der Kleinste. Also die war schon, war sehr klein. Und ich hatte keine Kontaktlinsenflüssigkeit mit. Das heißt, ich habe mit meinen benutzten Kontaktlinsen geschlafen. Und am nächsten Morgen habe ich die so kaum aufbekommen, weil ich auch keine Brille dabei hatte, um dann wieder nach Hause zu kommen. Also bin ich am nächsten Morgen mit ordentlich verquollenen Augen da wach geworden. Aber ich wusste, das ist der Start von was Gutem. Also für mich ist es gerade das erste Mal, dass ich höre, dass du Kontaktlinsen trägst. What the heck? Ich bin so blind, ich bin so ein Maulwurf. Ich habe minus 5,75 und minus 5. Ich bin richtig. Wow, das ist richtig krass. Ja, mein Sohn sagt, ich bin ein Maulwurf. Und er sagt, er ist ein Adler, weil das hat ihm leider sein Augenarzt gesagt, dass er so gute Augen hat. Deswegen er sagt doch immer, in der Natur würde ich dich fressen. Ich sage, du hast keine Ahnung, was wir Maulwürfe drauf haben, Digga. Naja, und so haben wir uns dann auf Mallorca quasi nochmal getroffen, haben dann gemerkt, so, okay, das passt echt cool. Und dann haben sich schon so die ersten Möglichkeiten ergeben sozusagen.
Und jetzt gibt es uns, also die Kahlemann von Grafenstein, als übergeordnete Strategieberatung sozusagen fast ein Jahr. Fast. Also wir sind jetzt, glaube ich, im 9., 8. Monat oder so, oder? Wahnsinn. Bald kommt das Kind schon. Ja. Ja, wirklich, wirklich. Und es sind auch schon die Kinder gekommen, Nick. Und zwar, ein Kind davon ist Geschichten, die verkaufen. Unser Branding- und Storytelling-Produkt, das wir auf den Markt gebracht haben. Ausbildung, also eine Branding- und Storytelling-Ausbildung im Bereich Content-Marketing und strategisches Storytelling im Bereich Sales vor allem. Also was wir da machen ist, wir versuchen Geschichten zu erzählen mit unseren Teilnehmern, die tatsächlich auch verkaufen, die einen Return on Invest haben und nicht nur sozusagen einen Post darstellen, sondern alles strategisch, alles Content, den du strategisch einsetzen kannst, der auf deine Marke einzahlt, aber natürlich auch auf deine Umsätze und auf Kundengenerierung. Und das macht das Ganze so dermaßen interessant. Geil. Und mal ganz, ganz vorab, die Jungs haben gerade sogar zwei Module davon rausgegeben, oder? Habt ihr mir vorhin erzählt, zwei Module davon gebt ihr for free raus. Wo findet man das? Also Link sowieso in der Beschreibung, aber... Genau, das Ganze ist ein kostenloser Workshop sozusagen. Das heißt auch Branding und Storytelling Workshop. Also ist quasi ein Online-Workshop, den du durchführen kannst. Und das Ganze findest du unter geschichtendieverkaufen.de/masterclass. Geil. Kommt direkt der Link drunter, könnt ihr euch eintragen for free und einfach mal angucken, was die da machen. Das ist auf jeden Fall eine geile Geschichte. Das Spannende daran ist im Prinzip, ich habe ja vorhin gesagt, ist ja eigentlich ein alter Hut, denkst du dir, ne? Vor allem, weil ihr ja, wer ist denn eure Zielgruppe? Also wer kommt denn zu euch und sagt, Mensch, das finde ich geil, das will ich machen? Na, weil an sich denkst du dir ja, komm, jeder weiß doch mittlerweile, wie man geile Geschichten erzählt auf Social Media. Das siehst du ja jeden Tag überall. Aber der Bedarf scheint ja trotzdem riesig zu sein dafür. Siehst du so geile Geschichten auf Social Media? Weil dann hast du ein anderes Social Media als ich. Meine. Oh, geil, ich will in deine Timeline, Mann. Nee, Spaß beiseite. Also im Sinne von, dass du, ich hänge, glaube ich, einfach in dieser, meine Timeline ist, glaube ich, einfach voll von Young Entrepreneuren, die halt sich schon mit diesem Thema sehr viel beschäftigt haben einfach. Ne? Und deshalb war die Frage zu eurer Zielgruppe, weil die meisten Leute, die zu euch kommen, sind ja eigentlich die, die so sehen, oh, warte mal, da passiert ja gerade voll viel so in dieser digitalen Social-Media-Welt und diese ganzen jungen Kids sind alle am Reisen und am Haufen Geld verdienen und hier und da habe ich irgendwas verpasst. Mhm. Und, oder? Täusche ich mich da jetzt? Wir haben schon tatsächlich, unsere Zielgruppe ist ganz klar, also Selbstständige, Unternehmer und dann eben aber auch Führungskräfte in KMUs. Ja. Wir haben ganz klassisch, wir haben den Juniorchef von einem großen Industrieunternehmen aus Stuttgart, aus der chemischen verarbeiteten Produktion. Wir haben eine junge Social-Media-Marketing-Agentur-Chefin. Wir haben eine Bankerin. Ein Personal Trainer, also auch aus dem Trainings- und Fitnessbereich, auch am Start. Für eine Firma, die machen Finanzanlagen, die haben uns den CEO, den Head of Marketing, Head of Social Media und eine externe Beraterin mit 4 Lizenzen da reingebucht. Das ist wirklich ziemlich bunt gemischt. Aber du merkst, dass die alle schon was machen, aber noch mehr machen wollen. Und die haben alle das gleiche Problem. Was poste ich? Wann poste ich? Wie poste ich es? Wo poste ich es? Und wie skaliere ich das Ganze dann vor allem auch? Das ist dann so die Endstufe sozusagen, wo das Thema Content Marketing auch sich umarmt sozusagen mit dem Thema Performance Marketing, weil du eben durch deinen Content, den du rausgibst, identifiziert hast, welcher Content wirklich gut auch bei der Zielgruppe angekommen ist, also wo das größte Engagement war, wo der größte Rücklauf auch war, wo du einfach gesehen hast, hey, okay, da passiert richtig viel auf diesem Content-Piece und diese Content-Pieces kannst du dann natürlich nehmen und auch noch ein bisschen boosten und befeuern mit gutem Performance-Marketing. Geil. Uwe, du hast ja gerade 5 Fragezeichen im Prinzip aufgemacht, ne? Was, zu welchen weiteren Problemen und Herausforderungen führen diese 5 Fragezeichen? Weil ich glaube, eine ganze Menge Leuten geht es ähnlich. Also wenn ich Social-Media-Austauschgruppe von mir, kennst du ja auch, kam auch immer wieder, was ist denn die beste Zeit, um auf Insta zu posten? Welches Format soll ich nehmen? Also für mich sind das meistens Fragen, wo ich denke so, also Leute, macht doch einfach das, worauf ihr Bock habt, so bitte. Aber das führt ja zu noch viel mehr Problemen bei den Leuten. Die erste Sache ist ja, dass sie gar nicht erst anfangen, was zu machen, weil sie das Gefühl haben, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ankommen wird. Das ist doch bestimmt alles falsch und doof. Mhm. Zu welchen Herausforderungen führt das noch, wenn jetzt jemand vielleicht sogar anfängt, das schon zu machen? Ich sag dir, was die Hauptherausforderung ist oder das, warum wir jetzt gemerkt haben, warum dieses Produkt jetzt so nachgefragt ist. Die Leute machen zwar ganz viel, die posten viel, die machen Branding, Positionierung, Storytelling, Elevator-Pitching, was die nicht alles machen. Problem ist nur, dass im Nachgang keiner was verkauft. Die machen das halt so zum Selbstzweck und deswegen nervt die das auch so und denken sich, das ist noch ein Ding, was ich in meinem Alltag mehr machen muss. Jetzt muss ich mich auch noch darum kümmern, wann ich sowas poste. Was poste ich denn jetzt diesen Mittwoch? Die sind alle total genervt,
weil sie keinen Return on Investment sehen. Und den kannst du aber berechnen. Es gibt den ganz klassischen Content-Marketing Return on Investment, den du berechnen kannst. Und kannst halt gucken, hat sich das, das und das für mich gelohnt? Ich meine, das machst du beim PPC doch genauso. Eine Anzeige oder eine Gruppe, die sich nicht lohnt, die machst du aus. Oder du adaptierst sie nochmal und entwickelst sie weiter. Aber genau das Gleiche kannst du hier halt auch machen. Aber wir sind da auch eher bei dir. Wir sagen eben auch, haben wir heute auch, weil heute ist der erste Live-Call gewesen vom neuen Jahrgang, dem wir gesagt haben, seht die nächsten 8 Wochen der Ausbildung mal als Spielplatz. Macht mal das, worauf ihr Bock habt, mit eurem Absender, mit euren Messages und hört vor allem zu, was die euch da draußen erzählen und was zurückkommt. Und dann findet ihr auch den eigenen Stil. Aber vorher gilt es halt ein paar Basic-Gedanken mal und ein paar Strategien zu überlegen. Wer bin ich eigentlich? Wen will ich erreichen? Welche Message droppe ich? Welche Themen sind wichtig? Und wie tue ich die da raus? Ja, weil für viele schon mal gar nicht klar ist. Und Nick, das war eine super wichtige Frage, wer unsere Zielgruppe von Geschichten, die verkaufen, ist. Viele da draußen machen zwar geniales Content-Marketing, gutes, also produzieren richtig guten Content, aber senden den an die falsche Zielgruppe. Und das ist halt ein Riesenproblem, weil du dann halt auch keinen Return on Invest hast auf dem ganzen Tun, das du da täglich machst. Und das ist total schade, weißt du, wenn du selbst nicht weißt, hey, welches Content-Format auf welcher Plattform funktioniert denn für mich, wo ich meine Buyer-Persona, meine Zielgruppe erreiche, um dann am Schluss im Funnel, im Content-Marketing-Funnel, einen Sale zu erzeugen, das ja immer das Ziel ist. Also Top-of-Funnel, da willst du natürlich, wie beim Performance-Marketing auch, die Menschen, die kommen da rein und dann führst du sie durch einen Prozess. Und ganz unten passiert natürlich der Sale, also für ein Produkt, für eine Dienstleistung, für was auch immer. Aber das sollte immer das Ziel sein, auch von Content-Marketing, ganz, ganz wichtig und von Storytelling natürlich. Ja, geil. Ich habe da ganz viele Fragen. Ich muss hier nebenbei ein bisschen mitschreiben. Die erste Sache, die mir damals, die ich 1000 Mal mit dem Uwe besprochen hatte, war, nachdem Uwe ja den Arschtritt von seiner Frau gekriegt hat, mach mal Hashtag Happylist an. Da saß ja Uwe, glaube ich, sogar für seinen ersten oder zweiten Podcast sogar bei mir damals in Offenbach noch in der alten Wohnung. Klar. Ich weiß nicht, ob wir sogar die allererste Folge gemacht haben oder irgendwie erst 3, 4, ist ja auch Wumpe. Ja, auf alle Fälle warst du die allererste, die ich jemals aufgezeichnet habe. Also die erste mit einem externen Gast. Geil. Danke dafür nochmal. Freut mich, Teil Geschichte geschrieben zu haben hier wieder. Du bist auf meine Glücksliste gekommen, Digga. So sieht das nämlich aus. So, wir sind wieder zurück. Also, wenn du denkst, zu Hause ist alles sicher und dann schmiert dein WLAN grundlos ab. Das war der Grund, weshalb es jetzt hier einen kleinen Cut gibt. Wir machen natürlich hier weiter an der Stelle. Uwe hat mich nämlich noch auf seine Glücksliste gesetzt. Das war das Letzte zum Thema Happy List. Das Spannende, was ich da sagen wollte, ist, Uwe hat danach für mich den Da Vinci Code geknackt. Warum? Während ich mir wirklich einen abgerackert habe mit 1000 verschiedenen Sachen, Geschäftsführer, Entscheider erreichen zu wollen, einflussreiche Menschen, die auch tiefe Taschen haben oder gut betucht sind, wie man auch manchmal sagt, um denen meine Dienstleistungen verkaufen zu können. Nicht, dass sie sich nicht verkauft haben, aber ich wollte ein anderes Kundenklientel erreichen. Und das wirklich über 1, 2 Jahre hinweg, kam Uwe aus dem Nichts, sagt Hashtag Happylist, komm, ich erzähle dir was von meiner Glücksgeschichte und dann telefoniere ich mit ihm und er so, ey, Alter, der will, dass ich was für den mache und der hat sich gemeldet und der hat sich gemeldet und der und ich so, Bruder, du machst das seit 2 Monaten. Was machst du anders als ich? Warum kommen die nicht zu mir? So, das war so der Da Vinci Code, den er damals geknackt hatte. Und da will ich direkt eigentlich einsteigen, weil Bernhard, bei dir war das mit Startup Hacks ja nicht anders. Und ich meine es mir schon erklären zu können, warum das der Fall ist. Ich sage nämlich meinen Teilnehmern immer Folgendes und das merke ich auch im PPC. Gleiches zieht Gleiches an. Ist für mich ein universelles Gesetz, das man, glaube ich, aber auch austricksen kann. Und wenn wir jetzt hier Leute haben, die sagen, hey, Geschäftsführer, Entscheider, gut betuchte, sage ich mal, Zielgruppe in dem Sinne, egal, was sie verkaufen wollen, ob es jetzt einfach nur Immobilien sind oder ob es ihre Dienstleistung ist oder ob sie irgendwo gebucht werden möchten oder jetzt haben wir beispielsweise eine Kundin, die möchte Geschäftsräume mit richtig geilen Gemälden, die sie selber malt, ausstatten. Ja? Und da stellt sich dann die Frage, wie zum Teufel kriege ich diese Menschen auf den sozialen Medien erreicht und dazu, dass sie sich auch noch bei mir melden. Und da warst du der Erste, der es für mich eigentlich so by accident gefühlt geknackt hat, aber vielleicht steckt da ja auch wirklich was dahinter. Das glaube ich nicht. Tut's auf jeden Fall. Nick, du weißt ja noch, als du bei uns im Circle warst, in unserer Mastermind-Veranstaltung, da haben wir kurz das Thema auch angesprochen. Und ich kann dir sagen, wie ich damals schon, heute noch viel mehr sogar, und da gehen wir auch gleich drauf ein, Startup-Hacks strategisch eingesetzt habe, um mich A, mit den Entscheidern zu connecten, wo ich wusste, die sind eine geile Netzwerkerweiterung für mich auf der einen Seite, also einfach spannende andere Unternehmer, wie zum Beispiel Michael Brehm, Gründer von StudiVZ, einen der größten Exits in der deutschen Tech-Szene hingelegt.
Und mit denen hatte ich halt ein Podcast-Interview, relativ früh schon sogar schon. Ich glaube, der war Nummer 25 oder so bei Startup Hacks. Und es ging so weit, dass Michael mir aus dem Silicon Valley Fotos geschickt hat, wie er mein Startup Hacks T-Shirt beim Joggen anhat. So, hey Bernhard, ich bin gerade beim Laufen, hier, guck mal, Startup Hacks. Foto gemacht. Weißt du, es ist halt so, okay, wie wäre ich an den Michael Brehm rangekommen, ohne dass wir ein Podcast-Interview gemacht hätten, wo wir halt ziemlich deep gesprochen haben. Nie im fucking Leben. Also nie. Ist einfach so. Und der andere extrem spannende Punkt ist das Thema Business Development, das du natürlich über einen Podcast, über ein Content-Medium betreiben kannst. Und ich habe es für mich damals strategisch so eingesetzt, dass ich mich mit Menschen connected habe, aus meiner Zielgruppe sozusagen, aber die auch spannenden Input liefern konnten für meine Community, habe mich mit denen connected und habe dann im Gespräch, im Interview rausgehört, weil man geht ja ziemlich deep, also man spricht ja über sehr, sehr viele Sachen auch im Gespräch. Man leitet und führt das Gespräch natürlich auch in eine gewisse Richtung, habe aber dann so ein paar Pain Points raushören können und habe dann natürlich auch gleich rausgehört, wo ich unterstützen könnte mit meiner Expertise, und die war halt immer schon Business Development bis Dev, und konnte dann immer sozusagen Aufträge generieren dadurch. Das war der erste Step mit dem Podcast, also Network und Business Development. Und der zweite spannende Weg, wie ich jetzt für mich, und Uwe kann da auch gleich noch was dazu sagen, mein Podcast Startup Hacks strategisch einsetze im Bereich Content Marketing und Vermarktung vor allem, ist, dass ich heute dank der Reichweite, die er mittlerweile generiert hat, auch strategisch mit tollen Partnern zusammenarbeiten kann, die sich tatsächlich bei mir einbuchen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wo wir auch nativen Content gemeinsam produzieren, wie zum Beispiel mit Siemens, die jetzt mehr als 4 Folgen gemeinsam mit mir produziert haben für ihre Softwarelösung Solid Edge. Das ist eine CAD-Software, die sie im Markt haben, die aber auch für Startups angeboten wird sozusagen. Und da haben wir tollen Content kreiert mit Nutzern von Solid Edge, also Startups, die das Produkt im Einsatz haben. Die Founder habe ich interviewt sozusagen ganz nativ bei Startup Hacks, dass er sich im Content einreiht sozusagen, dass man es gar nicht erkennt, dass es jetzt natürlich ein Advertisement ist. Wurde natürlich auch benannt und alles, also alles clean. Aber so konnte ich den Podcast auch einsetzen, um strategisch sozusagen große, namhafte Player reinzuholen, die natürlich einen genialen Abstrahleffekt auf meinen kleinen Brand Startup Hacks haben. Ich meine, Siemens, Startup Hacks, Siemens hat das global ausgespielt, das Thema. Also wir haben Transkripte angefertigt für sie und die haben das global, weltweit über all ihre Kanäle geshared. Und das ist halt crazy. Das ist richtig krass. Ja, Uwe, du noch? Dann habe ich noch eine geile Frage an dich, Bernhard. Ich habe das so strategisch gar nicht aufgesetzt. Hätte ich mal machen sollen, Alter. Dann wäre ich jetzt auch fame und reich. Ich habe natürlich so durch die Jahre als Fernsehproduzent und meiner Vergangenheit als Zauberkünstler vorher, wo ich ja auch im Grunde genommen nur ein Geschichtenerzähler war, so ein paar Erzählmuster tief abgespeichert oder sehr viel Impact. Ich weiß halt sehr genau auf der Bühne, was funktioniert und was nicht. Das ist beim Podcast jetzt ähnlich. Da kriege ich zwar nicht direktes Feedback, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, was könnte Menschen bewegen, weil es mich aber auch nur gerade bewegt. Deswegen ist es halt bei mir total von dem persönlichen Erzählen gekommen und eben von der Art und Weise, wie ich Geschichten erzähle. Und das mache ich halt schon sehr strategisch, weil es gibt natürlich auch ein Handwerk dahinter. Ne? Es gibt eine Struktur, es gibt eine Formel für Storytelling, die du anwenden kannst auf sämtliche Outlets, auf ein YouTube-Video, auf einen Instagram-Post, auf einen Kinofilm. Es ist wurscht, weil es immer die gleichen Prinzipien sind. Und die sind mir natürlich über die letzten Jahre schon, wie ich jetzt im Nachhinein, als ich mal bewusst drüber nachgedacht habe, sind die mir schon in Fleisch und Blut übergegangen. Und das kommt im Podcast Gott sei Dank oder hoffentlich dann eben auch auditiv raus. Und dadurch haben Menschen sehr schnell, glaube ich, das Gefühl so, wo passt das Wertesystem? Mag ich den Typen? Und wir haben es neulich wieder gemerkt, uns rufen in der Regel nur Leute an, die wir mögen, weil die uns mögen. Lustigerweise kennen wir die aber noch nicht. Die haben uns halt vorgescreent, die haben sich uns schon selbst verkauft. Das ist auch das, was wir hinbekommen wollen. Wir wollen halt Menschen finden, die das schon mögen, was wir tun, bevor wir das erste Mal in echt Kontakt hatten. Und das ist, glaube ich, die Magie von Content Marketing. Das haben wir jetzt über unsere Podcasts erleben dürfen. Aber das ist natürlich das, wenn Podcast dein Medium ist, super, dann mach das. Wenn es Video ist, dann ist das dein Medium. Wenn du eher der Textmensch bist, dann geh auf Texte. Aber egal wie, kümmere dich drum mit einer sehr klaren Anleitung, einer sehr klaren Struktur und einem Talent oder einem Handwerk im Geschichten erzählen, dass Menschen schon emotional gehuckt sind und Lust haben, mehr von dir zu erfahren. Und das macht vieles einfacher, Nick, weißt du, und dann gebe ich auch das Mic an dich wieder weiter sozusagen. Es verkürzt extrem den Sales-Cycle und den kompletten Sales-Aufwand im Hintergrund oder im Nachgang dann, weil eben, wie Uwe es schon sagt, der Mensch,
der hat sich eigentlich schon entschieden, mit dir zusammenzuarbeiten, weil er dir folgt, weil er den Inhalten folgt, weil er auch weiß, dass er ähnlich tickt wie du und Bock hat, mit dir zusammenzuarbeiten. Sprich, wenn du dann im Call bist mit den Menschen, telefonierst du nicht eine Stunde mit denen und musst ihnen erstmal einen Pitch abliefern, sondern nach 20 Minuten ist alles klar. Und das ist eigentlich das Allerbeste daran, wenn du jetzt den Funnel mal ganz runter gehst. Geil. Eine Sache, die mir dazu einfällt, ist, es gibt immer wieder irgendwelche Vögel, die beispielsweise auch bei mir dann irgendwie mir auf Insta schreiben oder sowas. Ja, Nick, du bist Social Media Experte, aber auf deinem letzten Video, da hattest du nur 200 Aufrufe. Und geil! Und das Spannende ist dann halt, wenn ich dann auf deinen YouTube-Kanal beispielsweise gehe, Uwe, wo du dann so siehst, irgendwie so 30 Aufrufe, 60, dann gibt es mal einen Ausreißer, 200, 300, das ist dann auch schon das höchste der Gefühle. Egal, und mein TikTok-Video steht bei 6.000 Views, was ist okay. Los, wie du Geld mit TikTok verdienst? Das ist geil. Ja, ich habe natürlich auch ein paar Videos, die ein paar mehr Aufrufe, aber ich habe auch ein paar Videos, die mehr Aufrufe haben, ja, was geht? Bei mir fragen die genauso nach. Ich erzähle auch gleich was dazu, aber sag erst deine Gedanken. Und das Geile daran ist halt, wie verblendet die Menschen sind davon, dass sie glauben, dass du viele Aufrufe brauchst, um Umsatz zu machen, weil die meisten Leute, die beispielsweise Influencer-Marketing machen, YouTube oder sonst was, die viele Aufrufe haben, machen das meistens in Teilzeit oder im Sinne von nebenbei nach dem Hauptjob noch und die können sich nicht aus dem Hauptjob retten, weil denen einfach die Systematik dahinter fehlt, wie sie das monetarisiert bekommen. Und dabei geht es gar nicht darum, bringe ein Infoprodukt raus oder starte eine Kooperation, sondern wenn du geilen Content hättest, der Geschichten erzählt, die Emotionen in bestimmten Zielgruppen auslösen, die dafür sorgen, dass die sich getriggert fühlen, mit dir etwas machen zu wollen, dann hättest du schon längst Anfragen von Leuten, die sagen, bitte nimm mein Geld, mach XY für mich. Und das ist ja das Spannende daran, weil du oder ihr trotz anfangs geringer Reichweite, jetzt ja auch verhältnismäßig gering, ihr seid nicht die Mega-Influencer, na? Aber es sind die richtigen Leute, die zuhören und dabei reicht es von 38 Aufrufen, einen Vorstand zu haben, der dann den Hörer in die Hand nimmt, anruft und sagt, das war so geil, hier 50.000 Euro, bitte mach das. Ja, das ist echt ein spannender Punkt. Du sagst gleich was zu dem Punkt. Ich würde noch gerne einen anderen Punkt gerne sagen, Nick. Es hat auch damit was zu tun, was halt auch deine Fokusplattform ist sozusagen. Mhm. Weißt du? Und YouTube jetzt für uns, für Uwe und für mich sozusagen, ist noch, es wird sich bald ändern, weil wir auch in den Bewegtbildbereich tiefer einsteigen werden mit Content und einen Blog rausbringen werden, einen ziemlich coolen, weil wir es einfach geil finden, dass es uns extrem Spaß macht. Aber weißt du, unsere Fokusplattform, was jetzt das Content Seeding angeht, von unseren Longforms aus, also von den Langformen wie den Podcast zum Beispiel, Geschichten, die verkaufen, ist definitiv LinkedIn. Und bei LinkedIn ist es ganz ein anderes Game. Da haben wir mittlerweile extrem große Reichweiten aufgebaut, komplett organisch, muss man dazu sagen. Wir haben natürlich mal ein bisschen rumgetestet mit PPC, auch auf LinkedIn. Ist einfach echt verdammt teuer und ist gerade noch im Aufbau schon länger, also die müssen noch ein bisschen am Backend ausschrauben und auch am Algorithmus und an den Ausspielungen etc. Und organisch funktioniert LinkedIn aber derzeit wirklich genial. Und so kannst du wirklich es schaffen, wenn du mit strategischem Content an die richtige Zielgruppe rausgehst, geniale Reichweiten aufbaust, die aber gleichzeitig auch konvertieren und für Umsatz sorgen. Und das ist das Spannende. Deshalb kommt es immer darauf an, wo ist denn deine Fokusplattform, wo hängt auch deine Zielgruppe rum und wie erreichst du diese Menschen mit welchen Arten des Contents? Geil, Uwe. Genau. YouTube. Soll ich was zu YouTube sagen? Ja, also YouTube ist ja für mich die Viertverwertung, ne? Also wirklich die Viertverwertung, weil ich sage immer, ich nehme es mit und dann haue ich es halt dahin, passt schon. Und das stimmt. Ich glaube, im Schnitt auf meine Videos, ich glaube, irgendjemand hat mir das zugeschickt, im Schnitt, das hat jemand durchgerechnet, oder wahrscheinlich gibt es ein Tool dafür, habe ich 55 Views auf alle Videos, glaube ich, so im Schnitt. Also, oder 65, whatever. Aber was niemand weiß, der nicht dahinter gucken kann, ist, dass ich 6.000 geguckte Minuten pro Monat habe. Das sind, wie viel sind das? 100 Stunden. 100 Stunden im Monat werden, wird geguckt, weil ich habe eine Watchtime von über 6 Minuten, 6,3 Minuten, eine Watchtime. Gibt es, glaube ich, nicht so viele, die so eine Watch, oder ist nicht die normale Watchtime auf YouTube. Und das Ding ist, ich bin ja immer noch Fernsehproduzent im Kopf, ne? Und ich weiß ja, eine halbe Minute Werbung im Fernsehen kostet zwischen 18.000 und 40.000 Euro pro Ausstrahlung, ja? Wenn ich jetzt also 100 Stunden umrechne in Werbe- bzw. Media-Budget, dann ist mein Herz glücklich. Und das Lustige ist, dass ich, seit ich meine Firma verkauft habe, 2017, nicht einen Tag in meinem Leben akquiriert habe.
ob die jetzt alle von YouTube kommen, ob die über den Podcast kommen, ob es eine Mischung ist, wie du es vorhin gesagt hast, ob man es einfach nur als ergänzenden Kanal, wie zum Beispiel eine Werbeform nutzt, I don't know. Ich bin auch gar nicht so tief im Messen drin, was YouTube angeht. Ich messe eher die Returns on, also den Return on Investment auf den Podcast, auf die E-Mail-Marketings, auf LinkedIn, weil das einfach die Fokusplattformen sind. Aber YouTube mit 100 Stunden im Monat Watchtime, wo Menschen sich Bock haben, irgendwie mit mir auseinanderzusetzen, denke ich mir, schaden wird es mir und meinem Unternehmen nicht. Von daher bin ich könnte glücklicher nicht sein. Aber ich würde mich auch freuen, wenn jedes 50.000 hätte, davon mal abgesehen. Ja, definitiv. Jetzt wurde schon so oft das Thema ROI, Return on Investment, oder auch im Advertising Return on Ad Spend hier rumgeschmissen. Wie zum Kuckuck messt ihr den? Erste Frage. Zweite Frage, wie sorgt ihr dafür, dass eure Klienten auf ihren organischen Content, das heißt ohne bezahlte Werbung, auch wirklich Return on Investment haben und der da durch die Decke geht? Also wie man den berechnet, das lernst du, wenn du teilnimmst bei geschichten-die-verkaufen.de. Da gibt es eine richtige Formel dazu. De facto geht es nur darum, du musst ein paar Sachen vorher wissen. Also du musst schon ein paar Sachen am Laufen haben, du musst ein paar Daten haben. Du musst wissen, was kostet dich die Erstellung von 10 Blogbeiträgen im Monat? Summe X, das kostet dich dein Unternehmen das. Dann musst du wissen, du bekommst pro Blogbeitrag, also deswegen, du musst ein bisschen laufen lassen. Klar, du bist wie bei dem Facebook-Pixel, du musst ihm ein bisschen Zeit geben, damit du ein Feedback hast, ein belastbares. Du musst wissen, wie viele Anfragen bekommst du pro Blogbeitrag, wenn Blog deine Medium-Sache, also wenn das dein Medium ist. Und dann weißt du, dass du von jedem Zehnten, der über einen Blogbeitrag kam, kannst du 2 closen. Ja? Hast du 20%ige Conversion Rate. Und du weißt, dass jeder, den du closed, im Schnitt im Product Cycle oder im Customer Lifetime Cycle 2.500 Euro wert ist. Ja? Und dann kannst du ja ausrechnen, ob das in einer Relation steht. Das kannst du pro Monat machen, pro Halbjahr, pro Jahr. Das ist relativ einfach berechenbar, wenn du deine Metriken und deine Zahlen kennst. Da geht es eben um das Thema KPI. Und wie wir das genauso auch bei Instagram, LinkedIn, Facebook, oder? Klar, du kannst ja festlegen, über Facebook bekomme ich pro Monat x Anfragen, x davon kann ich closen, y davon, also und x von diesen, die ich geclosed habe, sind bei mir im Mittel, weil ich High-Price-Ticket unterwegs bin, keine Ahnung, 5.000 Euro wert oder vielleicht nur 49 Euro wert. Und dann weißt du ja, wie viel Zeit habe ich gebraucht, um diese Beiträge zu erstellen oder wie viel hat mich diese Person gekostet, die das für mich tut. Dann kannst du es gegenrechnen. Dann weißt du, wo dein ROI liegt. Und wie wir dafür sorgen, dass Leute das dann eben auch damit Erfolg haben, ist, indem wir ihnen wirklich die Handwerkszeuge geben. Ganz klar. Erstmal, wie bekommst du Aufmerksamkeit von den richtigen Leuten? Wie definierst du, wer die richtigen Leute sind? Was sind die Werte deiner Brand? Was ist deine Brand-Story? Das kannst du bis zum Elevator-Pitch ausarbeiten, aber bis hin zu einer Anleitung für dein Posting. Dann geht es darum, wie produziere ich diesen Content? SEO-optimiert, ne? Damit auch irgendwie tatsächlich irgendwann mal auch Google für dich anfängt zu arbeiten. Und dann gehen wir in einen Technik-Deep-Dive, wo es darum geht, Audio-Marketing-Masterclass, also Podcast, wie mache ich den, eine LinkedIn-Masterclass. Am Ende, wie mache ich die KPI-Messung? Dafür haben wir eine Methode, mit der wir das auch bei unseren Klienten machen, die Clear-Methode. Und da gucken wir, wie hat sich das alles ausgezahlt, auch kohlemäßig, aber auch softmäßig, auch für Brand Awareness. Beides sind beide super wichtige Faktoren, je nachdem, was gerade dein Ziel ist. Und hinten geht es darum, wie skaliere ich das, indem ich meinen Content jetzt vielleicht in größere Outlets bringe, die Lust haben, meinen Content aufzugreifen. Oder dann eben, und damit schließt dann Bernie die ganze Nummer ab, ist dann eben das Thema Skalierung durch PPC. Genau. Und wie auch generell der Content-Marketing-Funnel aussieht, damit sich der Teilnehmer einfach mal auch Gedanken macht, wie sieht denn mein Content-Marketing-Funnel aus? Hm. Was ist Top-of-Funnel, was ist der Middle-of-Funnel und was ist Bottom-of-Funnel? Also wie ist der komplette Flow sozusagen von meinem Content bis hin zum Abschluss? Geil. Das Coole dazu ist ja im Prinzip, dass ihr Storytelling ja wirklich lebt. Na? Also, und ihr macht das nicht nur auf den sozialen Medien, sondern ihr macht Storytelling ja auch im echten Leben. So, und das vergessen ja ganz viele Leute, dass sie es einfach nicht schaffen, sich auch spannend genug im echten Leben zu machen und dadurch ihnen einen ganzen Haufen Chancen durch die Lappen gehen. Ich weiß nicht, ob es bei euch in der Kindheit auch war, dass das ein cooles Spiel gab. Das hat sich so genannt, wenn du beispielsweise unterwegs warst und du hast einen Smart gesehen, dann hast du jemandem auf die Schulter geboxt. Ja. Gab es das bei euch? Ja? Das spiele ich jetzt noch mit meinem Sohn. Ja, geil. Und gleichzeitig ist ja Smart ist ja ein Auto, worüber sich man ja oft aufregt, weil jedes Mal, wenn du glaubst, du hast einen Parkplatz gefunden, steht da auf einmal ein Smart drinne. Und genau bei diesem Unternehmen habt ihr einen Vortrag gehalten. Und die Story dazu... Bei Mini. Ah. Ist aber ähnlich. Macht nichts. Ist aber eine geile Hinleitung. Ist auch ein kleines Auto. Geil.
So geil, okay, bei Mini war das. In der Smart-Marketing-Abteilung können Sie dir jetzt mal hart die Hand schütteln für die Gratis-Werbung. So. Ganz großes Kino, Alter, was ein Fail, ist aber egal, das bleibt hier schön drin. Das war das Ganze ja so authentisch. Bei Mini habt ihr einen Vortrag gehalten, das ist eine geile Story. Wie zum Kuckuck ihr zu diesem Vortrag gekommen seid, die habt ihr, glaube ich, auch bei The Circle erzählt. Und ja, das ist eigentlich eine Versinnbildlichung davon, dass, wenn du selbstständig, Unternehmer bist, Geschäftsführer, ganz egal, was du machst, Networker, Finanzdienstleister, dass Geschichten nicht nur online erzählt werden müssen, sondern auch offline, immer in jeder Situation, weil die wird dafür sorgen, dass es richtig abgeht. Passend nämlich zu der Story, wenn du sie gleich erzählst. Ich erzähle kurz vorab eine Story dazu. Nee, erzähl du erstmal, dann erzähle ich meine Story. Die macht dann okay. Es war echt ganz witzig, Nick, weil ich habe für meine Frau und für die Familie sozusagen einen Countryman geholt, einen Mini-Countryman. Ich habe ein super Angebot gekriegt und habe das über die Firma geleased, das Fahrzeug. Dann saß ich beim Verkäufer und war alles cool. Und dann habe ich aber den Verkäufer einfach mal kurz gechallenged und mal kurz gefragt, so hey, wäre es eigentlich nicht auch spannend für euch? Weil die Zielgruppen passen super zusammen. Also ich sage dir mal, was ich mache. Also ich habe hier einen Podcast, der Startup Hacks. Ich erreiche damit Unternehmer, junge Unternehmer, Startup Founder, auch Gründungsinteressierte und Menschen, die gerade den Schritt gehen sozusagen. Und vom Lifestyle her passt es doch super zu Mini. Wäre das nicht eine Idee, dass wir zusammen ein Podcast-Interview machen, ein bisschen Content produzieren und ich vielleicht, damals ich noch, weil da kannte ich Uwe noch nicht sozusagen, als das Ganze eingefädelt wurde, ich vielleicht bei euch als Speaker mal auftrete, etc. pp. Und der Verkäufer meinte, hey, das ist eigentlich eine coole Idee, ich connecte dich mal mit unserem CMO, mit dem Head of Marketing. Und dann wurde der Connect gemacht und dann saß ich bei der Dame, bei der Leitung von Mini München und habe der Dame dann eben ein schönes Package verkauft. Und das Package beinhaltete halt ein Podcast-Interview, den Auftritt auf einer Bühne, und zwar bei der Mini Speaker Night in München und noch ein paar andere Sachen. Und als dann Uwe auch mit ins Spiel war, habe ich natürlich Uwe auch gleich mit reingeholt. Und schon hatten wir ein tolles Package und haben so den Kunden sozusagen geclosed, weil wir offline das Ganze eingefädelt haben. Also wir haben offline schon die Geschichte erzählt, haben sie dann aber auf digital geholt, also ins Podcast-Medium, ins Content-Thema, aber dann wieder weitererzählt, offline auf der Bühne, wo wir natürlich auch Content produziert haben, den wir auch wieder verwendet haben. Und so war dieser Cycle dann, der einmal angestoßen wurde, aber in der realen Offline-Welt sozusagen. Geil. Und passend dazu habe ich eine Story mit BMW, denn als ich damals mein BMW abgegeben habe, es war ja mein allererstes Auto, ein schöner 318D, den ich mir mit 18 geholt habe, 2019, 21. April war der traurige Tag, an dem ich ihn abgeben musste. Und der Verkäufer, der war natürlich drauf und dran zu sagen, Mensch, jetzt hast du ja kein Auto mehr, jetzt brauchst du ja ein neues. Na? So. Und dadurch, dass wir uns ja 3 Jahre kannten, immer wieder mal hier per WhatsApp umgeschakert haben und auch davor schon uns kannten und so weiter und so fort, der hat auch meine WhatsApp-Story geguckt und Insta-Story geguckt und hast du nicht gesehen, saßen wir dann da und dann meinte er halt so, ja du Nick, du, wie sieht's denn aus, hier neues Auto und hast du nicht gesehen, und dann habe ich mit ihm natürlich darüber geredet, muss natürlich jetzt was Größeres werden, ne, ob er denn da was da hat, und dann, na was machst du eigentlich, ja, wie sieht's denn gerade finanziell bei dir aus und so, und dann erzählt, ich mache Marketing für große Unternehmen und das machen wir und hier und da und tralala, und dann fängt er an, geil, ja, das ist cool. Ja, also da sind wir eigentlich auch noch nicht wirklich gut aufgestellt und so. Und wir sind ja Händler und so und wir müssen uns ja selber vermarkten. Und es ist gerade irgendwie schwierig, über Mobile und sonst was alles die Autos zu verkaufen. Und das ist ja voll interessant, was du da erzählst, dass man da bezahlte Werbung in der Region machen kann und dass man dann darüber auch neue Interessenten in den Laden kriegt. Ich connecte dich mal mit dem und dann kannst du ja mal mit dem reden. Und mal gucken, ja, vielleicht passt das dann ja. Ne? Und ich habe natürlich geschickt die Situation, dass er mir ein Auto verkaufen will, habe ich natürlich geschickt genutzt, weil er möchte natürlich, dass ich ein Auto bei ihm kaufe. Dementsprechend, wenn ich ihn dazu, sage ich mal, anstoche, dass er mir einen Auftrag besorgt, ne, und die Chancen dafür steigen, dass ich dann ein teureres Auto bei ihm kaufe, ne, dass die höher sind, dann passt das natürlich, ja. Und wir sind da tatsächlich in Gesprächen immer noch miteinander und gucken gerade, ob das was wird. Und das dazu auch offline tatsächlich Geschichten zu erzählen. Das Spannende ist ja auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mit in einer größeren Gruppe unterwegs bin beispielsweise, die kann auch von mir aus kleiner sein, dann bin ich meistens der Typ, der erstmal ruhig ist, der erstmal ein bisschen zuhört, so also guckt, wie sind die Leute drauf, ne, was interessiert sie, was bewegt sie. Und dann komme ich aus der Bedeckung heraus und fange dann einfach nur an, Geschichten zu erzählen. Geschichten, die mich natürlich in einem brutal geilen Licht dastehen lassen, die den Leuten natürlich klar machen, warte mal,
Oh krass, das hab ich jetzt, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass ich hier jetzt so jemanden sitzen habe und wer das ist und wie. Und auch wenn es dann kommt es meistens zu interessanten Gesprächen, wo ich natürlich die Menschen in den Vordergrund stelle, nicht mich, sondern mich immer aus der Bedeckung heraus, ne, den Leuten selber klar mache, oh, warte mal, der ist wichtig, der hat was zu sagen, der hat was drauf, der kann was. Und da ist es schon so oft zu aus einem, wir treffen uns mit Freunden oder ich gehe mal mit einem Kumpel mit zu anderen Freunden von ihm, sind Aufträge entstanden. Ja, weil diese Geschichten, die ich dort erzählt habe, den Leuten so sehr im Kopf geblieben sind, dass sie da wochenlang danach noch darüber nachgedacht haben, das ist keine Marketingfloskel, sondern tatsächlich, die dann nach und nach entweder nach meiner Nummer vor Ort oder danach gefragt haben und gesagt haben, hey, wir haben uns ja kennengelernt, du weißt ja, ich bin keine Ahnung, ich bin gerade im Studium so und so, aber mein Onkel, der hat die und die Firma da und der braucht genau das, von dem du erzählt hast. Also ich habe ihm auch schon von dir erzählt und der hat gesagt, können wir uns nicht mal einen Termin miteinander ausmachen. Geil. So. That's magic. Das sind Geschichten, die verkaufen. Und das sind tatsächlich Geschichten, die verkaufen. Und wenn wir es jetzt runterbrechen wollen für die Teilnehmer, die hier gerade zuhören, was sind Geschichten, die auf gar keinen Fall verkaufen? Und was können sie sofort, ohne jetzt direkt mit euch zusammengearbeitet zu haben, machen, um signifikant bessere Geschichten zu erzählen, die auch, sage ich mal, im Return on Investment erstmal höher sind, so als kleines Freebie hier. Naja, was du direkt machen kannst, lieber Zuhörer, Zuschauer, whatever, ist im Endeffekt dich für unsere kostenlose Storytelling und Branding, für unseren Workshop einzutragen unter geschichtendieverkaufen.de/masterclass. Da kriegst du schon mal extrem viel Mehrwerte und Input von uns, die tatsächlich schon darauf einzahlen, damit du bessere Geschichten erzählst, die am Ende tatsächlich verkaufen. Und Uwe hat auch noch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, den du eigentlich immer einbauen solltest in dein Content Marketing und den gibt dir Uwe jetzt noch mit. Dafür haben wir sogar mal einen Spickzettel gemacht. Oh yeah. Einen Storytelling-Spickzettel mit 4 Schritten, wie du ganz einfach eine Geschichte erzählen kannst oder gucken kannst, ob dein Blogartikel, dein Video, dein Instagram-Beitrag, ob der schon alles hat, was er braucht. Weil für eine gute Geschichte brauchst du 4 Elemente. Und zwar einen Protagonisten, der ein Ziel hat, der sich verändern muss oder gegen irgendwas kämpfen muss oder aktiv werden muss, damit sich was verändert, damit er, Punkt 4, sein Ziel erreichen kann. Diese 4 Sachen. Erstens ein Protagonist, zweitens ein Ziel, drittens eine Veränderung, ein Kampf, eine Herausforderung, viertens eine Zielerreichung. Und wenn du das hast, hast du schon mal signifikant bessere Stories in egal welchem Medium als gefühlt 80% deiner Mitbewerber. Das kannst du sogar auf Pressemitteilungen übertragen. Das kannst du auf deinen Company-Blog übertragen. Könntest du sogar auf einen Kinofilm übertragen, wenn du mal drüber nachdenkst. Und das ist wirklich, wenn du sofort was ändern willst, mach das. Und wenn du tiefer einsteigen willst, dann holst du dir den Workshop. Und kriegst da mal einen Einblick in die Ausbildung, Geschichten, die verkaufen for free und kannst dir mal gucken, taugt dir das, holt dich das ab und vor allem pusht dich das nach vorne, so wie es unsere Kunden nach vorne pusht. Geil. Sehr cool. Kunden hast du gerade angesprochen gehabt. Was habt ihr denn für Fallstudien? Also der erste Durchgang ist jetzt durch. Davor habt ihr natürlich schon Kunden betreut gehabt. Was haben, sage ich mal, eure unkonventionellen Methoden und zwar Geschichten erzählen, die Verkaufenden tatsächlich an Return on Investment gebracht. Und zwar den Menschen, die mit euch zusammenarbeiten. Ich habe sogar noch die beiden Mädels. Wir haben 2 Damen, 2 junge Damen. Die eine ist von einer großen Beratungsfirma, die andere von einem großen internationalen Konzern. Die sind Sidepreneure und haben einen Podcast gestartet und eine Podcast-Community. Und die wollten wachsen, die wollten sichtbar werden, weil das lief schon ganz gut, aber die wollten die nächste Stufe. Und dann haben die bei uns das Zeug gemacht und sich alles reingeballert und haben alles durchgearbeitet, waren bei uns in der Ausbildung, waren echt präsent bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und haben dann den vorletzten Call nicht wahrnehmen können, weil sie eingeladen waren als Sprecherin auf einem Kongress von einer sehr großen deutschen Zeitschrift, die in ihrem Bereich genau lapidar gesagt Arsch auf Eimer ist. Und das haben sie bekommen, indem sie genau das umgesetzt haben, auch Offline-Geschichten erzählt haben. Das haben sie nämlich bei einem Event gemacht. Da haben sie einfach mal sich getraut, offline ihre Geschichte zu erzählen. Von daher ist offline auch so ein magischer Schlüssel zu vielem, neben all dem Online-Kram, den wir machen. Aber da haben sie sich getraut, ihre Geschichte kurz zu machen und da hatten sie das erste Mal einen Elevator-Pitch und der hat sofort bei einer Redakteurin verfangen und boom, waren sie auf der Bühne, wo sie hin wollten. Genau. Anderes Beispiel noch, Nick, auch sehr spannend. Wir betreuen jetzt aber noch tiefer im One-on-One sozusagen einen Immobilienmakler hier aus München.
für den wir eine komplette Content-Strategie auch aufgesetzt haben. Die beinhaltet einen Podcast und noch viele weitere wichtige Themen. Und der hat es tatsächlich geschafft, dadurch extrem in die Sichtbarkeit innerhalb seiner Nische, der ist Immobilienmakler innerhalb einer Nische, zu kommen, sichtbar zu werden. Und du glaubst nicht, mit welchen Menschen der heute, mit dem er es zu tun hat, der ist mit sehr namhaften Ex-Fußballspielern jetzt am Start, führt Podcast-Interviews mit denen und hat dadurch natürlich eine große Sichtbarkeit, eine große Reichweite aufgebaut, aber bringt immer den Content rund um das Thema Immobilie sozusagen. Aber connected ist immer spannend mit jetzt zum Beispiel Ex-Fußballspielern, aber auch mit Unternehmern oder eben mit Entscheidern aus sehr namhaften Unternehmen, für die es möglicherweise sinnvoll wäre, in eine Immobilie zu investieren. Aber das Ganze über Content. Und das tun sie jetzt auch bei ihm. Ja. Haben wir innerhalb, also der Content ist jetzt seit, na, ich würde sagen, nicht mal seit 8 Wochen online, vielleicht so seit 7 Wochen online. Vorher haben wir noch einen Monat vorproduziert. Und das ist in harten Leads messbar, die er closen konnte. Also auch final, so mit Unterschrift und allem Pipapo. Ja. Und es geht gerade erst los. Wir haben ihm gesagt, es geht nach 3 Monaten los. Wir wollten ja vorsichtig sein, aber jetzt geht schon schnell los. Und das ist schön zu sehen. Und auch da wird aber jetzt zur Unterstützung eben auch das Thema PPC hinzugezogen werden. Von daher, that's it. Wenn beides sich umarmt, dann hast du eine Wahnsinnswaffe in der Hand. Geil. Sehr cool. Ich habe natürlich noch ein paar mehr Fragen. Dazu machen wir vielleicht nochmal eine zweite Folge, die vielleicht auch ein bisschen tiefer noch reingeht in das ganze Thema, denn ihr zwei müsst leider gleich schon los. Ne? Wieder Geschichten erzählen, die verkaufen an der Stelle. Und von daher, ihr habt es gehört, die Männer findet ihr auf LinkedIn, ihr findet die auf ihrer Webseite. Die haben beide einen Podcast, einmal Happy List, einmal Startup Hacks. Die haben auch einen zusammen, und zwar Geschichten, die verkaufen. Und die haben einen Workshop, in dem sie wirklich den Inhalt sogar aus ihrer aus dem Programm rausgeben, den du dir kostenlos angucken kannst und so vieles mehr. Und es macht einfach nur Spaß und Freude, euch zuzuhören, mit euch zu sprechen, euch beim Wachsen zuzusehen. Und deshalb, wenn du es nicht tust, dann verpasst du definitiv was in deinem Leben. Und von dem her danke ich euch vielmals für eure Zeit, für diese spannenden Insights, für dieses geile Interview. Sage danke für und die Einladung. Gebe euch das letzte Wort. Nick, es ist immer wieder eine große Freude, mit dir zu quatschen. Jetzt nicht nur in einem Podcast oder in einem YouTube-Clip oder was auch immer, sondern einfach mit dir sich auszutauschen, deine Sicht auf die Welt einzusaugen, du unsere Sicht, und die matcht halt immer mega und es entstehen immer coole Impulse. Deswegen immer eine sehr gut investierte Zeit, mit dir zu quatschen. Ja. Ich bin sehr froh, geil, dass ich dich in meinem Leben habe. Außerdem durch dich habe ich den Typen kennengelernt, Mann. Ich kenne sogar noch deinen BMW, wollte ich noch sagen. Du bist nach München gekommen mit deinem BMW, Mann. Ich weiß noch genau, wie der ist. Und ja, bist eine Bereicherung. Und an dich da draußen, fang endlich an, deine Geschichten zu erzählen. Wir hören immer wieder, ich habe doch gar keine Geschichte. Doch, hast du. Und zwar eine verdammt wertvolle. Aber du musst jetzt rausgehen und die jedem erzählen. Ob das einen Business-Hintergrund hat oder nicht, ist erstmal vollkommen wurscht. Aber fang heute an, eine gute Geschichte zu erzählen, weil du machst die Welt damit ein bisschen geiler. Und wann, wenn nicht heute, könnte die Welt das gebrauchen? Denn Sichtbarkeit ist die neue Währung. Katsching. Katsching. An der Stelle, ciao, bis bald. Ciao.